Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, wir haben im letzten Part unser geliebtes Starlight Drive-In noch schöner gemacht. Dabei ist leider Gottes das Baulimit erreicht worden. Ich kann und darf nichts mehr bauen, außer ich würde was wegtun und dann könnte ich wieder bauen. Vielleicht gibt es ja noch irgendwann mal ein DLC. Rein zufällig. Ich würde auch gern was dafür zahlen. Wirklich. Ich würde es nicht gratis haben wollen. Außer sie wollen es unbedingt, die lieben Entwickler. Aber es wäre echt cool, wenn man da vielleicht nochmal ein DLC kriegen könnte mit einer, ja, mit einer Erhöhung des Baulimits. Ja, das wäre also bezogen auf alle. Auf alle Siedlungen. Sagen wir eine prozentuelle Erhöhung, dass es auch fair ist. Boah, das wäre echt, wirklich, das wäre ganz, ganz lieb. Da würdet ihr mit ganz vielen Herzchen überschüttet werden, könnt ihr euch sicher sein. Jedenfalls sind wir hier jetzt wieder zurückgekehrt in die Nuka-Cola World, sind vor dieser Safari, also vor dem Safari Adventure Park und ich hoffe mal, dass es unserem beim letzten Besuch hier kennengelernten Sito endlich gelingt, sich dort aus der Ecke zu befreien. Ich hoffe sehr, dass er noch nicht gestorben ist. Ja, ich werde auch hier mal hier drin nachschauen, was wir hier alles haben. Ein paar tolle Kisten mit Inhalt. Und ja, wir werden heute die Safari-Zone hier angehen. Und ja, wie versprochen, sobald wir hier fertig sind. Ja, sobald wir hier uns durchgekämpft haben und fertig sind und alles hier bezugssicher ist, werden wir wieder eine Runde bauen. Ich fürchte, ist da hinten immer noch festgeglitscht. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Deppen da rauskriegen soll. Das wird eine. Ja, eine Prüfung der Geduld wahrscheinlich. Hallo. Hi. Folgen, Sito. Ja, dann du gehen, Sito. Ich dich schupfen. Ich dich raushelfen? Schupfen? Nix schupfen. Wie sollen wir den Kerl folgen, wenn er hier irgendwie festgeglitscht ist? Darf ich hier das Baumenü öffnen? Nein. Ich dachte, wenn ich den Zaun da abmontiere und das hier ein bisschen umstellen könnte, würde es ja klappen, aber nein. Super ist das. Wie, lieber Kerl, wie sollen wir dir folgen, wenn du hier nicht raus willst? Jetzt, was ist jetzt gegangen? Alter, raus mit dir da. Sie haben etwas verloren, dann kommen Sie ins Grundbüro am Haupteingang. Komm, du Riesenhammer. Zahlung einer kleinen Gebühr wieder. Das haut nicht hin, glaube ich. Ja, hopp, du kannst doch wohl klettern. Ein stämmiger. Ich schau auch nicht hin. Aber kletter da jetzt raus, bitte. Siehst du da hinten wieder? Das schaut falsch aus, ich weiß. Wie soll man denn da rauskriegen? Na, nicht da lang. Du sollst da raus. Ach, kann ich dich nicht als Begleiter nehmen? Ja, wenn es doch nicht geht. Ach, das haut nicht hin. Dann müssen wir uns selber durchschlagen. Vielen Dank. Dann müssen wir uns selber durchschlagen. Leider, 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 sagt der Schneider. Was haben wir hier? Wilde Dingsbums. Tato-Blüte. Eine wilde Tato-Blüte. Hier ist alles wild. Hier ist alles mutiert, alles wild. Ja. Ob die hier auch einen, ich sag mal, Häuptling haben? Bist du draußen? Raus, raus, ksch, ksch. Na, nicht so, ich will nicht raus. Der ist schon raus. Komm, ksch. Achtung, eine Durchsage. Die 1-3-Vorstellungen von Oswald, der Ungeheuerliche, sind ausverkauft. Geh doch raus da. Ja, ja, er ist draußen. Speichern. Das hört sich alles so furchtbar falsch an, ich weiß. Aber, ja, das ist halt so. Gott sei Dank, der ist draußen. Ich hatte schon Angst, dass das nichts mehr wird. Wo sind wir jetzt hin? Hallo?
da? Haben wir hier noch was drin? Nö. Ein Momentchen. Da musste ich mal kurz husten, Entschuldigung. Die nehmen wir natürlich mit. So wie die hier auch. Einen Schlauch. Ja, auf den werde ich wahrscheinlich auch wieder bald mal stehen. Ja? Ich wusste es, Gorillas. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Au, du schierkes, grausliches, dreckiges Mistviech. Geht ja. Okay, das ist nur so ein Ziergorilla. Wir gehen auf jeden Fall da mit rein. Affenhaus. Ich brauche mal Licht. Affenhaus. Affenzirkus wird schon eher passen. Affenhaus. Tatsächlich. Na! Jetzt Herz auf. Ist das jetzt eine Dartsan-Schälerei? Also verarsche? Hör auf jetzt. Echt? Scheiße. Das Zuhause. Werde ich nie wieder richtig riechen. Das Familie. Nicht Angst, es wird dir nicht wehtun. Du Freund Zito heißen, du Freund Familie. Von Gorillas großgezogen? Bist du bei diesen Gorillas gelandet? Zito sehr klein als erste Familie sterben. Erste Familie wie Zito aussehen. Zito nicht sterben, nur gehen und gehen. Dann finden Zoo, finden neue Familie. Neue Familie helfen Zito. Geben Zito Essen und Wasser. Beschützen Zito. Jetzt Zito groß und stark. Zito helfen Familie kämpfen gegen Monster. Hätte ich das mal gewusst, ne? Hätte ich meinen Charakter Beinhard Chain genannt. Ist ja krass. Im positiven Sinne ist ja voll cool, haben sie da ja Tarzan-Typen halt rein. Voll cool. Schrecklich nette Familie. Das ist nicht deine Familie, sarkastisch. Schrecklich nette Familie, vielleicht so, ja. Du hast eine schrecklich nette Familie, Zito. Du sage nette Dinge. Zito möge neuen Freund. Jetzt du helfen, Zito. Ja? Familie in Gefahr. Oh. Hier versteckt vor Monstern. Nur hier sicher. Wir haben kein Essen. Oh. Wir haben kein Wasser. Zito rausgehen. Helfen Familie. Ja. Monster Zito töten wollen. Klar, Zito viele töten. Mehr Monster kommen. Nicht aufhören. Zito Angst haben, Monsterfamilie wehtun. Okay, moi. Ach, der Arme. Warum bringst du mich her? Ja, zum Helfen, blöde Frage, ne? Irgendwo anfangen, keine Sorge. Das Ganze beschleunigen. Irgendwo anfangen. Warum? Na, keine Sorge. Ist okay, Zito. Wir kümmern uns um deine Familie. Zito mögen, neuer Freund. Zito haben Geschichte. Geschichte helfen, töten Monster. Zito essen mit Familie. Alter Mann kommt nach zu Hause. Alter Mann verletzt. Zito versuchen helfen. Alter Mann sagen, er machen Monster. Zito wütend auf alter Mann. Monsterfamilie wehtun. Alter Mann entschuldigen Monster wehtun Familie. Er geben Zito Glitzerding. Er sagen, Glitzerding helfen gegen Monster. Zito versuchen mehr helfen. Aber alter Mann sterben. Oh. Zito legen alter Mann in Boden, aber behalten Glitzerding. Jetzt geben Glitzerding neuer Freund. Helfen Zito. Dr. McDermott's Holoband. Was zum Teufel? Oh, das ist schon cool. Ist das ein originaler Silberrücken? Ich meine, ich will nicht jetzt auf den Hintern schauen, aber ich glaube, das ist so ein originaler Silberrücken. Der große da. Also richtig, der Chef. Der Chef im Geschäft. Gut, dann tun wir das Holoband anhören, ne? Vom Dr. So und so. Ja, Dr. So und so heißt er. Na, nicht da. Da. Bei Tiversus. Da. Dr. McDermott's Tagebuch.
91. Woche. Hier spricht Dr. Darren McDermott, letzter bekannter Überlebender. In der Safari Adventure Replikationsanlage. Das ist meine letzte Aufzeichnung. Ich habe etwas Schreckliches getan. Die Dinge, die ich erschaffen habe, die ich Gatorklaue nannte, Alter. Die müssen vernichtet werden. Man kann sie nicht zähmen oder kontrollieren. Alter. Ihre Wildheit ähnelt nichts, was ich kenne. Und jetzt ist der Nuka-Gen-Rep... Alter. Replikator außer Kontrolle. Super. Er produziert sie mit erschreckender Geschwindigkeit. Bitte, irgendjemand, finden Sie meinen oder Dr. Heinz Zugangscode. Super, das auch noch. Schalten Sie den Replikator ab, bevor es zu spät ist. Und wenn diese Aufnahme Dr. Hein erreichen sollte, hoffe ich, dass er mir verzeiht. Respekt an den Sprecher. Wirklich, Respekt an den Sprecher. Noch verreckender eine Stimme sprechen können, glaube ich, geht eh nicht. Ist ja krass. Ihr seid ja aber lieb, ne? Na, wollt ihr eine Banane? Alter, du Rassist! Warum? Bananen sind lecker. Ich liebe Bananen. Bananen sind echt köstlich. Schau, die haben da sogar, ja, noch immer diese Reifen, wo sie da gern schaukeln können drauf, ne? Einen Basketball, soll ich ihn den wegnehmen? Das wäre aber auch schon unfair, oder? Das ist ein bisschen Deko, was sie da noch haben. Gazellenfleisch. Ameisenfleisch, wird schon schlecht. Brahim-Schädel. Willst du dich damit wirklich abgeben? Blume. Ja. Sitos Notiz. Wenn du das hier liest, hast du Marcos Sito getroffen? Ich glaube noch nicht. Sein Vater Marcos wurde bei einem supermutanten Angriff auf unsere Siedlung getötet. Und ich fürchte, der kann echt. Kann ich gut schreiben? Besser schreiben als lesen. Reden meine ich. Und ich fürchte, meine eigenen Verletzungen werden mich ebenfalls dahin raffen. Das sollen Sitos-Notizen sein? Naja. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit und ich habe Angst, ihn allein hinaus in die Welt zu schicken. Aber mir bleibt keine Wahl. Ich flehe dich an, nimm ihn auf und sorge dafür, dass er Nahrung und... weiterlesen. Ein Dach über dem Kopf hat. Sag unserem kleinen Sito, ach, das sind die Eltern, die Mutter, ach du Heilige, dass seine Eltern ihn lieb haben und er uns immer in seinem Herzen finden kann, wenn er uns sucht. Imelda, Sitos Mutter. Ach so. Entschuldigung. Boah, soll ich das echt... Ja, ich hab's ihm gerade weggenommen. Ups. Im Mülleimer ist gar nichts. Und der Mann hat wichtiges Ding... Ja? Dann kommen die Gator-Clown, die Monster aus einer Tierklonanlage von irgendwo unter der Safari-Adventure. Glitzerding, helfe, neuer Freund. Klonanlage? Von dem kann ich's anfangen. Sarkastisch, sehr nützlich, nutzloses Holoband. Na, passt schon, sehr nützlich. Ja, es war sehr nützlich. Ich muss nur die Klonanlage finden. Sito haben Idee. Sito sehen, alter Mann, kommen von großen Dreieckhaus. Lange her sein. Gehen zu großen Dreieckhaus, finden Klonanlage, stoppen Monster. Sito kommen mit neuer Freund. Sito helfen. Können die Gorillas helfen?
Was? Na, das ist jetzt aber echt gemein. Du kannst der Köter sein. Boah, das ist ja noch schlimmer. Folge mir. Bei der Familie bleiben. Wir haben eigentlich Gage, ne? Aber der könnte vielleicht eine Pause brauchen. Da könnte man nach Hause schauen, wie ist da, was da los ist eigentlich. Oder wir schicken ihn auch rauf zum Sanctuary Hills. Bleib hier bei der Familie mal. Nein, bleib bei deiner Familie. Ich komm schon klar. Sieh du bleiben. Sieh du beschützen Familie. Ja, genau. Machen wir so mal. Betritt das große dreieckige Haus. Ja, das ist eine schöne Beschreibung. Ah, da haben wir wieder so einen Mondaffen. Das muss den Gorillas total. Das muss sie total verstören eigentlich, oder? So, haben wir hier noch irgendwas halbwegs Brauchbares? Nö. Gut, dann gehen wir zu dem großen Dreieckshaus. Vier Gorillas. Jetzt ist die Frage, ob das schon fünf Gorillas sind oder ob das noch Originale. Die schauen doch überhaupt nicht mutiert aus. Kann ich mir echt vorstellen, dass das Synth-Gorillas sind. Ja. Und wir haben einen Skillpunkt zum Vergeben. Das werden wir jetzt auch gleich machen. Ach du Heilige. Das werden wir gleich machen. Tee. So, was nehmen wir? Wir können Schwarze Witwe. Einschüchtern. So, wir können hier den Arzt nehmen. Wir können aber auch den Schnurrer nehmen. Den wäre mir auch sehr lieb. Ich glaube, verteidigen geht, glaube ich, derweil noch nicht weiter, glaube ich. Na, Wissenschaft geht freilich auch noch nicht. Da sind wir eigentlich fast fertig. Na, ich würde ganz ehrlich, ich würde mich am liebsten ja, was soll ich denn machen? Ich bin unentschlossen. Der Skillpunkt wäre aber auch nicht schlecht. Aber ich denke mal, dass wir schon noch einen zusammenschustern können. Dann werde ich einfach hier den Schnurrer nehmen. Für mehr Munition im Behältern, weil die gehen mir langsam schon aus. Ja, machen wir so. Annehmen. Ja. Machen wir so. Für mehr Munition in den Behältern. Na? Gator-Klaue. Na, großartig. Dreieckiges Haus. Ist das ein dreieckiges Haus? Probieren wir es einfach mal. Steckt bitte nicht die Hände in die Käfige. Das könnte schmerzlich enden. Ja? Können wir hier weiter? Achso, das ist Gage. Ich mach mal einen Käfig zu. Ich will hier raus. Gage, was hast du denn schon wieder gefunden? Viech! Oh oh. Hallo. Boah, bist du hässlich. Jetzt nimmer. Jetzt muss ich nicht mehr im Spiegel anschauen. Gage, was findest du denn schon wieder an? Ist ja unfassbar. Kann man das trinken? Ja, klappt. Ich habe keine Ahnung. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Toll, ein Labyrinth. So ist in der Art halt. Ich habe das schon gern. Ich habe auch keine Ahnung. Dreieckiges Haus. Das müsste streng gesehen doch das da sein. Ein Safe. Sehr gut. Das wär's. Ja, mit dem Zeugs. War's das hier schon? Hm.
Turm. Noch einer? Schaut nicht aus. Ein Legendärer. Halt, wo ist er denn? Wir dachten, wir hätten eine Chance. Ist gleich wieder abgetaucht, oder? Nein? Da ist er. Huch, ich habe wieder nicht gelesen. Entschuldigung. Hallo? Wo ist dieses dreieckige Häuschen? Das sind einige dreieckige Häuschen. Was haben wir hier drin? Außer Regen. Geht's hier auch noch raus? Okay. Das ist schön. Dann sind wir ja schon fertig. Ja, ja, Fusionskern entfernt. Passt. Vielleicht sollte ich einfach mal auf die Karte glubschen. Oder mal Dateien. Also die Aufgaben halt. Große Tour, das tue ich mal weg. Safari Adventure. Betritt das große dreieckige Haus. Karte. Aha. Aha. Ja, ich glaube, das sind wir richtig. Ist hier irgendwas? Was ist das? Nur ein Besen, ne? Ja. Da hat jemand brav sauber gemacht. Ich will ja gar nicht wissen, ne? Wenn jetzt schon Gorillas in einem, sag ich mal, guten Zustand wieder da sind, also überhaupt das Ganze hier in einem recht guten Zustand überlebt haben, wie schaut's dann eigentlich aus? Mit Löwen, Tiger und so weiter, haben die dann vielleicht auch überlebt oder eher nicht? Das ist hier doch eine recht vernünftige Frage, finde ich. Na, da ist nix. Miss Kübel ist auch nix da drüben. Mutierter Fahnen, okay. Hier ist, da waren wir glaube ich schon. Denken Sie daran, zumindest schaut es recht leer aus. Platz für das Fist-up aus. Feuerwerkspektakel rein, oder? Die Show beginnt um 21 Uhr. Ja, schön für dich. So, jetzt sind wir hier. Und da müssen wir jetzt rein. Empfangszentrum. Okay. Großartig. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mit diesen Biestern hier nur so wimmeln tut. Gorilla. Wie kann der Baum hier drinnen wehen? Ach so, weil die Gläser da oben, also das Glas kaputt ist. Ja, ja, war klar. Der ist schon der erste von diesen Mistviechern. Das wirst du noch bereuen. Wir werden das schon hinkriegen. Wird schon irgendwie klappen. Komm nur rauf. Ja, das hat Spaß. Erledigt. Boah, jetzt da brauche ich fast... Richtig? Ja, du sagst es. Da brauche ich schon fast ein ganzes... Also ich brauche ein Magazin für einmal, diesen Kerl da. Danke, Großer. Ja, brav bist. Und dann faucht er mir an. Dann trifft mich der Schlag wahrscheinlich. So, ja. Da wären wir mal fertig. Ich hoffe, diesen Biester gibt es echt nicht so viele. Wahrscheinlich kommen dann gleich mal 15 entgegengerannt. Ja, das wäre dann unschön. Wird wohl hoffentlich nicht so schlimm sein. So, da haben wir noch so einen tollen Becher, einen Bleistift, den haben wir schon ewig gebraucht. Ui, mutierter, also so ein leuchtender Pilz. Ja, mutiert ist er ja eigentlich. Das wäre ja, das war ja gar nicht verkehrt erzählt. Ist das wie ein Pilz, da dürfte es gleich nur eine Lampe sein oder so. Souvenirtasse, kleiner Bilderrahmen. Nuka-Cola-Becher. Nuka-Crepe. Tischventilator. Aha. Ah, ein neues Nuka-Rush-Rezept. Super, nehmen wir gerne mit. Das wieder so eine Postkarte. Was haben wir da? Ja. Datumfehler, okay. Uhrzeit und so weiter. SA-Memo. 15.05.77.
von Abteilung für Geschäftsinformation. Auch wenn diesen Monat, auch in diesem Monat werden im Safari Adventure wieder Schulexkursionen stattfinden. Aber ja. Aufgrund des bedauerlichen Unfalls, siehst du, haben sie doch eine Exekution gemacht. Nein, Spaß. Und der nachfolgenden Säuberungsmaßnahmen nach dem Ausbruch im Großkatzenbereich, ach du Heilige. Im letzten Monat bitten wir darum, alle Schulgruppen von mindestens einer Aufsichtsperson pro 6 Kinder begleiten zu lassen. Achten Sie außerdem darauf, dass alle Besucher die Haftungsverzichtserklärung, ja, ist eh logisch wieder, ne? Für Todesfälle und Verstümmelungen unterschreiben. Das ist ja nicht dein Ernst, oder? Da gehe ich doch mit keiner Schulgruppe hin, wenn man schon solche Formulare ausfüllen muss. Weitere Fragen können Sie an die Abteilung für Gästeinformation richten. Das kannst du vergessen, ey. Da würde ich nie mein Kind hinschicken. 20.00.77. Ja, von Sicherheitsabteilung. Das ist wieder ganz toll. Es treten weiterhin Sicherheitsprobleme mit der fehlgeleiteten und radikalen Gruppe AFAD. Animal Friends and Tifferets. So, Entschuldigung. Auf. Ihre Mitglieder sind an Tiermasken und verschiedenen Tiertätowierungen zu erkennen. Mhm. Außerdem treten sie gelegentlich auch als Tiere verkleidet auf. Remy Chelard? Versuchen Sie nicht, sich ihr zu nähern. Sollten Sie einer dieser Personen entdecken, versuchen Sie nicht, sich ihnen zu nähern. Wenden Sie sich an den Sicherheitsbüro oder aktivieren Sie die nächstgelegene Protektron-Kapsel. Super. Artgerechte Tierhaltung dann, ne? Von John Caleb Redteron. Alle mit Projekt Kobalt gekennzeichneten eingehenden Lieferungen sollen zum sicheren Getränkespezialistenlabor, was in der Nuka-Cola-Abfüll Anlage weitergeleitet werden. Was ist denn das bitte für ein Zeug dann? Diese Gegenstände sind nicht für die Verwendung durch unser Personal gedacht. Mitarbeiter, die derartige Lieferungen ohne Genehmigung öffnen, werden daher fristlos entlassen. Verabreichen die das dann den Kunden? Den Besuchern? Na super. Aufgrund des Sicherheitsverstoßes der AFAD-Gruppe in der Klonanlage gilt ab jetzt Code Grizzly. Bitte verweisen Sie alle Besucher oder etwaige Fragen über die Anlage direkt an Mr. Brett Burtons Büro. Darüber hinaus darf die Baustelle der wütenden Anaconda, ach du Heilige, ach, das war die Achterbahn, ne? Nur noch vom Sicherheitspersonal betreten werden. Die Aufbauten der Achterbahn sind in gefährlicher Weise instabil und wir möchten nicht, dass sich unsere Mitarbeiter verletzen. Sehr schön. Den Besuchern ist es wurscht, oder wie? Na, die dürfen ja eh nicht rein. Alter, wie kann man sich nur so schlimm verlesen? Entschuldigung. Das war wirklich nicht böse gemeint. In keinster Weise nicht. Wahrscheinlich lag das jetzt einfach daran, wegen den Viechern, ne, die hier da so herumstreuen. Da bin ich schon auf Mord und Totschlag aus. Entschuldigung. Aber diese Biester, die kann man echt nicht herumstreuen lassen. Wenn die da auskommen, was ist denn hier mal drinnen gewesen? Das ist ja ein fieser Kasten. Wenn da ein Gorilla oder sowas drinnen gewesen wäre, der wäre da nicht glücklich gewesen. Nur solche Schaukästen. Ich meine, Mäuse kann man da eventuell noch halten drinnen, aber wenn da ein größeres Viech ist, das geht ja mal gar nicht, oder? AFAD-Manifest. Ah, da bist so ein Typ. Scheinbar gewesen. So. Ja, bla bla. Terminal gesperrt, schön. Lösegeldforderung. Bitte was? Zu Händen Mr. Brett Burton oder einem seiner Lakaien. Wir haben es auf die nette Tour versucht und sie haben nicht mitgespielt. Sie sind sogar so weit gegangen, uns den Zutritt zu ihren Parks zu verwehren.
Nun ja, wir leben in einem freien Land. Ganz gleich, was ihr Bonzen denkt. AFAD wird ihnen zeigen, dass sie nicht die Kontrolle haben, die sie sich mit ihrem Geld erkaufen wollten. Wir halten ihren Spitzenwissenschaftler Dr. Hein genau an der Stelle als Geisel gefangen, an der sie ihre tolle, verwüstete Anaconda errichten wollen. Wenn sie allein kommen, können wir über die Bedingungen seiner Freilassung reden. Wenn sie die Polizei mitbringen, verlieren sie ihren besten Angestellten. Treffen Sie die richtige Entscheidung, Mr. Brad Burden. AFAD. Boah, die gehen aber schön weit, oder? Lösegeld ist ja gefallen. Anlagensicherheitsstufen. Na, servus, Kasse. Aufgrund des in jüngster Zeit erfolgten Anstiegs an Sicherheitsverletzungen, als uns gar nicht aufgefallen, im Safari Adventure haben wir die Sicherheitsstufen für diese Anlage neu festgelegt. Code Chinchilla. Normaler Betrieb, keine aktiven Sicherheitsmaßnahmen. Code Orange, Orang-Utan. Sehr schön. Sicherheitsprotokolle in geringem Ausmaß wurden eingeleitet. Code Dingo. Sicherheitsprotokolle in mittlerem Ausmaß wurden eingeleitet. Und Code Grizzly. Die vollständige Sicherheitsabriegelung wurde eingeleitet. Ja. Schön. Laborstatus. Code Grizzly. Na super. Außengeschenkes. Für diese Anlage gilt eine vollständige Sicherheitsabriegelung. Neben Dr. Hein und Dr. McTermott und Mr. Brad Purton haben keine weiteren Personen Zutritt zum Labor. Nein, vergiss es. Du und du sicher nicht. Dieser Versuch, in die Anlage einzudringen, hat den Einsatz tödlicher Gewalt zur Folge? Jetzt hört's aber auf. Weitere Informationen erhalten Sie bei L.B. Shelton. Ja, ich glaube, der wird nicht mehr leben. Im Sicherheitsbüro. Toll, da können wir schon fragen, ne? Ach du Heilige. Muss das Terminal finden. Das haut nicht hin. Das funktioniert nicht. Willst du mich schälen? Das müsste doch dafür sein, oder? Was ist mit dir? Geht das dann wenigstens? Habe ich da wieder mal was übersehen? Na, nichts übersehen. Das sind nur Einträge. Ja, muss das Terminal finden. Ja, Gage, setzt dich mal hin. Das glaube ich ihm gern. Das dauert jetzt noch eine Weile scheinbar. Wo soll denn das jetzt sein? Ich schieße da gleich die Tür auf. Das muss doch das sein. Geht denn das? Benötigt Terminal. Ja, und wo, bitteschön? Es gibt nur die zwei und die haben nur Einträge. Sonst nichts zum Aus- oder Einschalten. Na, großartig. Wo kann ich denn das Gestell jetzt wieder suchen? Uhu, Terminal, wo du sei. Ah, ich weiß, glaube ich schon. Da brauchst du das dämliche Passwort, oder? Braucht man da das dämliche Passwort? Hilft mir aber auch nichts, wenn das Terminal nicht da ist. Ob das vielleicht an einem anderen Ort sein könnte? Das wäre ja schwachsinnig, oder? Das ist ja fies. Ja, das. Oder ich sehe es halt einfach nicht. Wie diesen Mülleimer hier. An den ich sicher schon 5-mal vorbeigelaufen bin. Ja, gibt's denn sowas? Da liegt auch noch was. Das finde ich jetzt aber gar nicht lustig. Hihihaha. Doch, doch. Ist lustig. Naja. Das gibt's ja nicht. Wie steht's denn da?
auf einem Terminal im Safari Adventure empfangen, habe ich gelesen, dass Doc dahin entführt und an einen Ort namens Wüden der Anaconda gebracht wurde. Ich muss ihn finden und seinen Zugangscode erhalten, um die Klonanlage betreten zu können. Ach so, jetzt muss ich wieder zurück. Finde heraus, ob Sito etwas über die verwüstete Anaconda weiß. Okay, wir müssen da raus. Raus. Du könntest hier mal so ein Rausgeh-Symbol machen, Herrschaftszeiten. Stimmt, ohne den Code geht es wahrscheinlich nicht weiter. Trampelt schon wieder was? Ist wieder ein Mini-Godzilla unterwegs? Na, hört sich noch gut an. Können wir uns vielleicht eventuell dorthin porten zum Primatenhaus? Müsste eigentlich passen. Affenhaus, Primatenhaus, das hat man doch immer so gesagt, ne? Primatenhaus. Können wir uns jetzt wenigstens hin und her porten? Das wäre schon mal angenehmer. Ich hätte Sito gleich mitnehmen sollen, ne? Dann würde ich mir hier ein bisschen was sparen. So muss ich immer zu ihm herporten. So könnte ich ihn aber ansonsten direkt fragen. Hallo, ich bin's wieder. Du, Sito. Sito beschützen Familie. Ja. Dr. Hein wurde scheinbar gekidnappt und zu einer gewissen wütenden Anaconda gebracht. Wenn wir das finden, finden wir auch seinen Zugangscode für die Klonanlage. Klingen wie Name von Schlange aus alter Zoo. Oh, vielleicht Doktor unter großer Metallschlange. Riesige Metallschlange, sarkastisch. Du weißt, wo sie ist? Schlangen sind nicht aus Metall. Ach komm, du weißt, wo sie ist? Du weißt doch bestimmt, wo die ist, Sito. Ja, Sito wissen. Es große... Wie Wort dafür? Bahn. Bahn wie große Schlange. Sito sehen von überall. Sehr groß. Sehr wie Schlange. Auf Hügel hinter Zoo. Vielleicht Doktormann dort. Anaconda, jetzt verstehe ich es. Gut gemacht. Katz und Maus spielen. Na, gut gemacht. Sehr gut, Sito. Ich habe gewusst, du bist eine Hilfe. Sito helfen. Sito mögen helfen, neuer Freund. Er ist niedlich. Er ist niedlich, ein lieber Kerl, lalala. Haben sie da echt irgendwie ein bisschen Dazern eingebaut? Nicht schlecht, wirklich wahr. Nicht schlecht. So. Gibt's hier vielleicht rein zufällig... Na, vielleicht jetzt? Was da oben? Na, oder? Ja, da hätte ich schon gesucht. So um die 20 Jahre. Geil, da gibt es ein Baumhaus. Schau mal, da. Kann man da hoch? Also, ich meine, würde das gehen? Das wäre echt cool, wenn das gehen würde. Ist das da vorne ein Bär? Also eine Statue eines Bären? Ich glaube. Ah, da kommen wir wahrscheinlich nicht mehr hoch. Boah, da oben wohnen, das wäre cool. Das wäre echt cool. Hallo? Irgendwas ist da schon wieder. Ich glaube, da ist wieder so ein Viech. Ja. Achtung! Alle Matinee-Vorstellungen von da. Das Phantom der Lukas. Wir fahren ausverkauft. Jetzt für die Abendvorstellung ist noch erhältlich. Passt, erledigt. Das nichts zurück. Nein. Ich werde mich bemühen. Was war hier mal drin? Ah, hier könnten wirklich Bären gewesen sein. Die haben da so ein Plätzchen zum Baden, zum Abkühlen. Das könnte mal ein Bärengehege gewesen sein. Näheres dazu in ihrer Parkbroschüre. Was haben wir hier drin? Aha, da haben sich ein paar eingesperrt. Oder sind eingesperrt worden. Das ist sogar verschlossen. Ja, so vielleicht? Nein. So vielleicht? Ja. Schön. Schön.
Für empfindliche Gäste sind am Eingang des Stampede-Karussells Spuckbeutel erhältlich. Ach, gekommen. Gazellenfleisch. Rudelplünderer, ich glaube, ich spinne, da haben sie echt eine eingesperrt. Aha. Lol, die hätte einfach nur ausbrechen brauchen. Oder sie hat versucht zu überleben und ist dann von diesem Viech angefallen worden. So wird es eher sein. Ja, das hier natürlich, ne, Rudel und so. Huch. Das ist mal ganz klar. Corkis Café in Nukatown, USA vor. Das ist echt, das wäre auch ein wunderbarer Platz. Ja, halt die Klappe, die hört eh keiner zu. Das hier wäre wirklich ein toller Platz für das Rudel. Wirklich wahr, muss ich schon sagen. Aber Sito, ne? Aber ich glaube, die würden ihn sogar aufnehmen. Ich hoffe es halt. Sonst werde ich ihn mit seinen Gorilla-Brüdern da woanders hinschicken. Die Tour durch Star Control ist für heute ausgebucht. Sprechen Sie einen Parkmitarbeiter an, um weitere Informationen zu erhalten. Ja, ich wollte eigentlich nur die Sachen holen. Schrott und so für unser nächstes Bauvorhaben in Sanctuary Hills. Ja. Wir müssen irgendwie da so lang. Ja, du liegst da Kamott, ne? Ganz praktisch. Da drüben, habe ich den Mistkübel schon ausgeleert? Na, habe ich nicht. Alter, wie viele Kinderwägen gibt es denn hier noch? Krass. Ja. Eine Höhle. Ich glaube, die Höhle da ist nicht gesund. Berli. Au. Alter. Was? Böses Berli. Oh. Da geht's rein. Entschuldigung. Au! Da, ich schieße die weg. Grausliches Viech, echt. Bärenhöhle, aha. Ja, den hat's zerrissen. Um nicht zu sagen, zerlegt. Lunchbox, mhm. Sind wir dann jetzt hier schon fertig? Lego an einem Stiel. Wartungsterminal, okay. Nur für Wartungspersonal. Datum, Fehler, Uhrzeit, Fehler, jawohl. B. Piros 09733 VCU. Sie haben mich heute in die nördlichen Wohnbereiche geschickt, um die Sauerei eines Kindes zu entfernen, das zu viel gegessen hatte. Ich bin mir nicht sicher, warum sie wieder mich ausgewählt haben. Als ich zurückkam, saßen Thomerson und Framke flüsternd am Pausentisch. Und als ich den Raum betrat, sahen die beiden mich nervös an, standen auf und gingen. Irgendwas ist da faul, aber gewaltig. Nochmal dieser P. Ross. 0801 LSR Framke. Ich sag mal Framke dazu, wird wohl so passen, hoffentlich. Hat sich heute krank gemeldet, die faule Sau. Also war es mein Job, die Lampen im Reptilienhaus auszuwechseln. Super. Ich habe fast 6 Stunden gebraucht, weil dort so viel los war. Ich war gerade dabei, meine Sachen zurück ins Wartungshäuschen zu bringen, als ich auf einmal Framke und Thomerson in Framkes Auto sitzen sah, diese Schweine. Framke drückte Thomerson irgendwas in die Hand, stieg dann aus und ging weg. Ich muss dieser Sache auf den Grund gehen. Da ist was im Busch.
Nochmal Piros 0722 4TSM. Ich habe einen Holoband-Rekorder in dem Schrank neben Framkis Schrank deponiert. Boah, wie gemein. Der hat tagelang nichts Brauchbares aufgezeichnet, aber dann gab es einen Volltreffer. Eine Unterhaltung zwischen Framki und Tommelsen über ein gewisses Projekt Kobalt. Aha, ich habe keine Ahnung, worum es dabei geht. Sie sagen dem Hausmeisterpersonal grundsätzlich nichts von Bedeutung. Aber warum weihen sie mich nicht ein, diese Schweine? Ui, der Part hat schon Überlänge. Auweia. Noch die beiden schnell lesen und dann pass. Piros 03396VCU. Die Arbeitsaufträge stapeln sich schon, aber ich hielt die Warterei nicht mehr aus. Ich wartete auf den richtigen Moment, um mit Framki unter vier Augen zu reden und stellte ihn wegen Projekt Kobalt zur Rede. Zuerst versuchte er noch, sich herauszureden, doch dann gab er nach und verriet mir, dass es dabei um ein geheimes Unternehmen des US-Militärs und Nuka-Cola World, alter Schwede, ging. Ich konnte es nicht glauben. Ich meine, was zum Teufel sollten wir hier haben, an dem das Militär interessiert sein könnte? Biowaffen, ne? Diese Echsen wahrscheinlich. Ich musste mehr erfahren. Framki sagte mir, ich solle nicht herumschnüffeln, aber der Kerl kann mich mal am Arsch lecken. Jawohl, ich werde mit Brad Burton persönlich darüber reden, wenn es sein muss. Ja, das dürfte dann schon für ihn das Ende gewesen sein. Tief Framki. Oh, jetzt habe ich die Zahlen nicht gelesen. 05524 MDK. Vor zwei Wochen fragte mich Ross nach Kobalt. Ich sagte dem Idioten, er soll es vergessen, aber er wollte ja nicht auf mich hören, der Depp. Und dann erhält unsere Abteilung auf einmal die Nachricht, dass Ross unangemeldet Urlaub genommen hat. Den haben sie um die Ecke gebracht, so einfach ist das. Und keiner scheint zu wissen, wo er steckt. Jetzt wollen sie, dass ich das Terminal bis Ende Oktober säubere. Na toll. Ich hasse es, die ganzen Daten zu löschen, aber ich habe keine andere Wahl. Wenn ich nicht tue, was die Sicherheitsabteilung verlangt, habe ich vermutlich auch bald Urlaub. So ist es nämlich. Passt. Um Gottes Willen, das ist wieder richtig Überlänge. Entschuldigung, richtig viel Überlänge. Keine Ahnung, wo es da noch hingehen tut. Aha, Nuka-Cola World, okay. Das nehmen wir noch schnell mit. Hier auch noch. Passt, ich glaube, hier drinnen sind wir momentan sicher, da werden wir auch verweilen dabei. Auf jeden Fall, das ist ja wieder richtig ein schönes Gebiet. Ich würde sagen, perfekt auch für das Raider-Rudel, sofern sich halt mit Sito gut verstehen. Ich hoffe, dass das so sein wird. Was machst denn du da für ein Krawall? Unfassbar. Auf jeden Fall bedanke ich mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!